da ist immer wieder geschnitten worden und nicht ganz genau geschaut worden, dass der Storkast in der richtigen Position steht. Das heißt, am höchsten Punkt des Astes, der hat hier einen Knick drinnen, entstehen immer wieder die typischen Wassertriebe am Starkholz. Den muss man ausnahmslos entfernen, vor allem im inneren Bereich der Krone. Da setzt man die Schere so an, dass man auch die basalen Augen erwischt. Sonst treibt er immer und immer wieder aus. Das ist ganz wichtig zu sagen. Das heißt, die schneidet man wirklich so weg, dass man es schön erwischt. Sonst hat man hier diese Klumpenbildung und da kommen immer wieder mehr und mehr Wassertriebe. Das ärgert einen dann im Laufe der Zeit. Ebenso zu entfernen sind Fruchtholztriebe, die ins Innere des Baumes gehen. Die würden zwar schön blühen, sind aber wertlos, weil sie meistens sehr pilzempfindlich sind. Überall, wo kein Licht und keine Luft dazukommt, grassiert der Pilz, sage ich einmal. Das heißt, alles im Inneren wird ausgelichtet.